Moin Freunde, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr V-Bucks zurückbekommen könnt. Darüber hinaus möchte ich mit euch über den neuen Dark Aura Skin sprechen. Also das heute alles im Video und nur so by the way, über die Hälfte meiner Zuschauer haben mich noch nicht abonniert. Also gern mal abonnieren, Glocke aktivieren, damit du keine Infos mehr hier auf meinem Kanal verpasst. Heute hat ja Epic Games das neue Loki Crew Paket dem Spiel hinzugefügt. Wurde ja bereits auch schon vor einigen Wochen geleakt, dass Loki dann im neuen Crew Paket mit dabei sein wird. Von einer Skala von 1 bis 10, wie gefällt euch das neue Crew-Paket? Und vor allem, wer wird sich von euch den Loki-Skin holen? Und ihr seht es auch schon, neben dem Loki-Skin gibt es hier dann noch Lokis Umhang, Lokis Scepter, das ist hier diese Spitzhacke, finde ich auch sehr, sehr nice. Es gibt dann noch einen Hängegleiter und auch einen Ladebildschirm, der heißt Lokis Empfang. Wie das auch in den anderen Crew-Paketen, soweit ich weiß, der Fall war, gibt es hier auch wieder den Battle Pass und 1000 V-Bucks. Und angenommen, ihr wollt euch jetzt hier das neue Crew-Paket kaufen, habt aber bereits den Season 7 Battle Pass, dann bekommt ihr von Fortnite 950 V-Bucks zurückerstattet. Denn ich habe ja eben schon gesagt, es gibt hier wieder mal den Battle Pass in dem neuen Fortnite Crew Paket. Das heißt, wenn ihr den Battle Pass noch nicht haben solltet, euch das kauft, dann habt ihr natürlich spätestens dann mit dem Kauf des neuen Fortnite Crew Pakets den Battle Pass. Wenn ihr aber schon bereits den Battle Pass habt, dann bekommt ihr hier unten links steht es ja auch nochmal 950 V-Bucks von Fortnite zurück. Nur das vielleicht nochmal so als Info, dass ihr da Bescheid wisst, denn ich weiß ja, dass der ein oder andere mit Sicherheit hier, das ist neue Fortnite Crew Paket kaufen wird. Dann auch noch eine ganz interessante Sache und zwar hat Hypix was ganz, ganz Cooles geleakt hier auf Twitter. Denn laut Hypix soll es zu Halloween in diesem Jahr einmal hier den Dark Aura Skin geben. Und viele wissen es ja generell von euch, dass der Aura Skin einer meiner Lieblingsskins ist. Wird wahrscheinlich keine weitere Variante sein von dem Aura Skin, sondern ein komplett neuer Dark Aura Skin. Und dann soll es auch noch die Dark Echo Skins geben zu Halloween. Und sowohl der Dark Aura Skin als auch die Dark Echo Skins sind wohl schon letzten September den Gamefights hinzugefügt wurden. Bisher hat Epic Games die Skins aber noch nicht verwendet, also dem Spiel dann die Skins ganz hinzugefügt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bisher haben wir ja, meine ich, immer zu Halloween neue Dark Skins mit reinbekommen. Also vor allem kommt das jetzt hier auch von Hypix. Da kann man schon sicher sein, dass das dann auf jeden Fall auch so umgesetzt wird oder dass es stimmt. Diese Info wollte ich euch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten. Finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Freue ich mich drauf und unterstütze mich jetzt gerne noch mit meinem Creator-Code. Der Fruchtzwerg. Fettes Dankeschön an die Leute, die mich bereits hier supporten mit meinem Creator-Code. Das war's jetzt hier mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten und bis dahin macht's gut und ciao mit Mau.